die falschen Ordnungsbedingungen, die wir heute an dem Globus haben. Und die sind genau nicht die Bedingungen einer sozialen Marktwirtschaft. Die werden auf Dauer uns alle fressen. Ich bin ja im Club of Rome und wir arbeiten an der Frage, wie die Zukunft aussehen wird. Und aus meiner Sicht ist das wahrscheinlichste Modell die Brasilianisierung des Globus. Und diese Brasilianisierung des Globus schafft eine globale Elite und bringt den Großteil der Menschen in einen Zustand, der deutlich schlechter ist als der heutige Zustand der Normalbevölkerung in Deutschland. Und das ist nichts, was wir uns in Deutschland und nichts, was wir uns in Europa oder in Japan wünschen würden. Das heißt, wer sich für eine bessere Gestaltung der Globalisierung einsetzt, kämpft insbesondere dafür, das zu erhalten, was wir haben. Und die Frage ist, wo setzt man da an? Und ich habe eben schon ein paar Punkte zur Regulierung des Weltfinanzsystems gesagt. Und glücklicherweise sagt das unsere Kanzlerin bei fast jeder Gelegenheit. Und der nächste Punkt, der absolut überfällig ist, ist die Durchsetzung der internationalen Sozialstandards der ILO und die internationalen Umweltstandards bestimmter Umweltzertifikationssysteme in der WTO, bei der Weltbank und beim IWF. Und das fordert Frau Merkel auch bei jeder Gelegenheit. Das hat sie zweimal getan, als sie das Weltwirtschaftsforum in Davos eröffnet hat. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen ein Konzept der Klimagerechtigkeit, um endlich die Klimafrage in den Griff zu kriegen. Und das hat Frau Merkel gerade vor zwei Wochen in Kyoto gefordert. Sie ist der erste Weltführer, der das je artikuliert hat. Und das sind im Grunde genommen die Prinzipien der sozialen, ökologischen Marktwirtschaft, die Deutschland stark gemacht haben. Und wir müssen einfach darauf beharren, dass diese Prinzipien jetzt global durchgesetzt werden. Die sind übrigens für Europa normal. Innerhalb Europas haben wir die auch. Und innerhalb Europas haben wir auch Querfinanzierung. Wir brauchen jetzt globale Querfinanzierung und globale Standards. Und ich glaube, wir sollten mit mehr Mut offensiv für das europäische Modell argumentieren. Und wir sollten begreifen, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen ökosozial und marktradikal. Marktradikal ist keine Lösung. Kommunismus ist auch keine. Aber sozusagen das ökosoziale Modell in der Mitte. Ein Markt mit vernünftigen Rahmenbedingungen, das brauchen wir global.